Hi, servus, herzlich willkommen zum LS19. Mein Name ist Andi und wie immer freue ich mich, dass du eingeschaltet hast. Und zwar hat Helfer A die Arbeit erfolgreich beendet. Das glaube ich jetzt. Könnte sogar sein, ne? Ich wollte gerade sagen, glaube ich jetzt nicht so ganz, aber. Wie es scheint, hat er das wohl. So, Wachstum, da ist hier oben echt nur so ein kleines bisschen. Das hole ich nach. So, ich habe mich mal ein bisschen, ihr seht, ich bin ein bisschen kleiner geworden. Und ich habe mich neben die Karte gesetzt. Ich bin mit der Position einfach noch nicht so ganz zufrieden. Denke aber wohl, so komme ich klar. Hoffe ich auf jeden Fall. Und ja, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das besser findet. Rechts unten, ganz links unten, also quasi komplett auf der Karte oder so, wie es jetzt ist, bisschen kleiner. Oder aber natürlich die, die sagen, boah, ne, du bist hässlich, mach ganz weg. Auch in Ordnung. Könnt ihr mir alles mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das gerne möchtet oder am liebsten hättet. So, ich werde dann hier fertig mit Gras einsäen. Dann sehe ich auch mal zu, dass cool ist sogar ein Weg hin. Ich habe eben entdeckt, lustig, sonst ist ja Gras auf der Karte nie eingeschaltet. Ne? Ist immer ausgeblendet. Wenn man dann auf Wachstumsstufen geht, kann man genau sehen, wie idiotisch ich hier immer durch die Gegend gefahren bin. Ich meine, klar, hier gerade um die Felder rum, ne? Und durch den Wald und alles, da sieht man direkt, was da abgeht. Ne? Unheimlich interessant, welche Missetaten man da begangen hat. So, also jetzt nicht zu der Sache, sondern ich möchte noch ein bisschen Geld verdienen. Und das vornehmlich. Pass mal auf, ich muss erstmal irgendwie ein bisschen. Nee, ich hab es. Doch. So, mal ein bisschen was Ordnung hier reinbringen. Keine Ahnung, ob der mich stören wird oder nicht, aber ich fahre den erstmal nebenhin. Den Kärcher. Ach, so ein Ding, was lang überfällig war, ne? Einfach mal Trecker sauber machen. Ja, geil. Dann sieht es nicht ganz so beschissen aus. So, dann fahre ich noch ein bisschen düngen. Ich habe so zwei, drei Felder ausgemacht, die sind relativ gut zu erreichen, wo ich noch ein paar Euro verdienen kann. Bis mein Haferfeld und meine Wiese soweit sind, wird es sicherlich wieder morgen früh werden. Wir haben ja schon 17:30 Uhr, ja. Ist eigentlich schade, die hätte ich gerne heute noch geerntet. Oder es wird spät nachts, das kann auch sein. Nur spät nachts, ja, ist halt anstrengend, ne? Für meine armen kleinen Äugelein ist das sehr anstrengend. So viel Licht um mich rum und dann so dunkel da. Komme ich nicht gut mit klar. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ich nachts nicht gerne spiele. So, die Kiste mache ich dann komplett mal aus und würde hier mal so ein, zwei Düngeraufträge annehmen. Und zwar haben wir hier Feld 9 düngen, 3,2 Hektar, das wird nicht mehr ganz reichen. Feld 10, 5, wird auch nicht ganz reichen. Irgendwo waren noch 26 oder was war es noch? 13. 4,0. Ja. Feld 9 nehme ich mal an. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Das ist da oben. Da oben ist in Ordnung. Dann dünge ich das mal vor mich hin. Und dann die Frage, ich würde gerne den Wald hinter mir noch abholzen. Und ich glaube bald, da würde ich Hackschnitzel draus machen. Nee, keine Frage. Mache ich auch. Das werde ich hier, ich glaube, zwischen den Folgen mal anfangen und dann vielleicht nächste Folge irgendwann mal reinschauen. Da werde ich den Mist da oben mal komplett noch dem Erdboden gleich machen. Alles wegmachen. Ja, wenn es denn funktioniert, ne? Und natürlich wieder komplett Fehlversagen ist. Fehlversagen. So mache ich das. Fehlversagen. Dann wird der Aufwand nach der Hälfte abgebrochen. Aber ich denke, ich komme um einiges besser mit dem Kranenarm, mit der neuen vereinfachten Steuerung ist es ja. Komme ich klar. Und ja, sollte eigentlich funktionieren.
Wobei, den einzigen Hexer, den ich mir mieten kann, ist sowieso der Jens Selbstfahrer. Also hier den mit eigenem Kranarm, der geht nicht. Da habe ich nicht die nötigen Maschinen für. Mit genügend Leistung. Deswegen muss einer sein, der wirklich hier einen eigenen Antrieb hat. Und da gibt es nur einen. So, bei dem ist Frontlader-Beschickung angesagt. Das wird also, das kann ich. Da bin ich relativ gut drin. Einzige Manko ist natürlich, Sägewerk ist so weit da oben. Das heißt, die Fahrerei, die ist relativ nervig. Aber der Preis ist, glaube ich, sogar recht stabil von den Hackschnitzel, Sägenschnitzel, Hackschnitzel-Dingern da. Und das ist gar nicht so uninteressant. Jetzt, wenn man dann natürlich ins Menü guckt und sagt, ja, hier ein Preis von 150 Euro. Oder wie viel sagt man, sind 140, 150, keine Ahnung. Das ist jetzt aber gar nicht so viel. Ich denke, die Bäume, die machen einen guten Ertrag. Deswegen kann man das ruhig verschmerzen. Wenn man dann nur 150 Euro oder was es denn hat. Aber wie gesagt, das werden wir sehen. Da habe ich Bock drauf, gerade. Und ja, vielleicht bekommen wir es mal noch hin, bevor endgültig Nacht ist. Was mache ich denn hier? Ich fahre mir hier wieder einen beisammen, ne? Bevor endgültig Nacht ist und wieder alles zu dunkel wird. Ja, mein Hafer wird bis dahin nichts geben. Das ist leider Gottes so. Aber gut, komme ich auch noch mit klar. Die restlichen 100.000, die ich habe, die werden wahrscheinlich in aller... Ja, die werde ich wahrscheinlich ausgeben für ein Mähwerk. Oder zwei Mähwerke. Hier Frontmähwerk und das Schmetterlings... Dingsbums-Mähwerk für hinten. Und mit bisschen Glück sogar noch... Vielleicht auch noch den Wickler, den Ballenwickler, den Quaderballenwickler. Da muss ich aber mal gucken, wie weit es reicht. Das heißt, habe ich schon gemacht, deswegen mache ich hier auch Missionen, weil ich weiß, dass mein Geld eben bis dahin nicht reicht. Kannst ja ruhig sagen, wie es ist, ne? Das sind die Sachen, die ich auf jeden Fall jetzt in naher Zukunft noch geplant habe und dann schauen wir mal weiter. So, auf jeden Fall kommen in letzter Zeit viele Mods in den LS19 Mod Hub. Das ist auch interessant. Ich meine, auf hier einschlägigen Seiten gibt es auch ohne Ende irgendwelche Fake-Mods oder was weiß ich was für eine Kacke. Aber da muss man echt ein bisschen aufpassen, was man sich da runterlädt. Nur die im LS19 Mod Hub und dann auch eben auf der LS19 Seite kommen, die sind... Ja... Denke doch. Habt jetzt nicht alle geguckt, aber die meisten davon sind auf jeden Fall vertrauenswürdig. Würde ich sagen. Und da kommen ja doch immer mehr. Das wird einem doch da relativ leicht gemacht. Vielleicht den einen oder anderen coolen Mod zu finden. Das finde ich sehr gut. Denn ich habe auch den LS17 ja immer schon mit unheimlich vielen und unheimlich gerne mit Mods gespielt. Halt so ein bisschen Salz in der Suppe, ne? Irgendwie so. Dann hat man mal was Cooles Neues. So, war der Vertrag eigentlich schon abgeschlossen? Hat das irgendwer... Kap es. 96%. So, abgeschlossen. Das wurde mir auch geschrieben, das habe ich noch nicht so auf dem Schirm. Da hatte ich das letzte Mal vergessen abzuschließen, dass ich überhaupt Geld dafür bekomme. Oder was vor... Irgendwann im letzten Video. Vielen Dank für den Hinweis auf jeden Fall, ich habe das echt noch nicht so drauf, ne? Normal war es immer, hey, Auftrag fertig, paff, alles von jetzt auf gleich fertig und gut und toll. Und automatisch abgeschlossen. Ja, ist halt hier im 19er nicht, da musst du separat abschließen.
Aber gut, da gewöhne ich mich auch noch dran. Dann wird auch noch werden. So, und dann wollte ich mal wirklich mal hier in die Dingensbummen schauen, auch wenn ich mitten auf der Straße stehe. Pöttinger, das Ding kostet 19.000 und braucht 70, 160 PS. Das ist ja mal in Ordnung. So. Kaufen. Fällt es gerade eingesellt, ne? Ich kaufe schon die Dinger. Aber gut, dann sind sie halt, stehen sie halt auch da. Kann ich sie auch mitnehmen. So. Das ist dann in Ordnung. Die Kammer auch. War das so, dass man die zusammen koppeln kann? Oder ging das? Ne, das ging ja mit dem 17er, mit dem Leli heißt, glaube ich. Also diesen Pendant zu dem Nova Cat hier von Pöttinger. Damit konnte man dann beide vorne montieren oder beide hinten montieren und dann, weiß ich nicht, war auch dann so ein Ultra-Feature von so einem vom 17er und dem Valtra, dass man dann damit mit einer Rückwärtsfahreinrichtung fahren konnte. Irgendwie war das. Gut, juckt mich jetzt nicht, dass ich eins vorne, eins hinten montieren müsste. Das ist vollkommen egal, kann man ja machen. Ich glaube, das fährt sich dann noch interessanter. Also, stört mich nicht. So, ich bin aber jetzt nicht hier, um die Dinger abzuholen, sondern tatsächlich um hier, wo sind wir denn? Mineraldinger, Big Bags. 1000 Liter, 1, 2, ich nehme mal 3 Stück mit, der dritte wird aber wie immer irgendwie halb stehen bleiben. Ist aber nicht so schlimm. Ja, ohne Witz, da bleibt echt so ein Fliegenschiss in dem Big Bag drin. War klar. Gut. Kann man machen, nix. Jetzt mal schauen, wo war ich denn noch? Ich möchte auf jeden Fall noch düngen. Feld 26, weißt du, auch hier in der Nähe, oder? Ja, quasi. 26, gibt doch nur 2000. Was haben wir denn noch in der Nähe? Düngen. Feld 10 ist da oben. Ich mache erstmal 26. Und dann schaue ich mal bei Feld 10 vorbei. Dann denke ich, habe ich genügend Geld für die Ballenwickelgerät-Dingensbummens-Maschine da. Dann kann ich nämlich meine Ballen, meine Grasballen, sofort in Silage umwandeln und somit meinen Verdienst ja, gut aufpolieren. Richtig gut aufpolieren. Dann bin ich ja fast komplett mit der hier mit der Ballentechnik durch. Also viel was mehr geht da ja gar nicht mehr. Ach komm, kommt eh keiner. Für den Rest hupe ich einfach ein bisschen. Also der letzte Schritt, der wäre dann tatsächlich noch ein Big M. Aber bevor ich so viel in irgendwelche Maschinen investiere, brauche ich erstmal noch Land, ohne Ende Land. Ich habe dann jetzt nochmal ja, 100.000 in Land investiert und 100.000 in Maschinen. Oder sogar mehr als 100.000. Und da muss natürlich ein bisschen was geschehen. Ne? Oh, wie gerne hätte ich eine Karte, wo ich sehe, wo ich schon war und wo nicht. Ne? Im Bestand, ganz schrecklich. Ich kann nicht sehen, wo ich war und wo nicht. Lieber ein bisschen zu eng fahren, als nachher irgendwie an 2% zu scheitern und dann doch nochmal über das ganze Feld zu brummen. In der Hoffnung mal eigentlich die 2%. Echt, ey. Katastrophe, das hier. Ja. Man nennt mich die Bergziege. So werde ich oft genannt. Ich sehe das echt gar nicht mehr.
Na, sorry. Im Prinzip egal, einmal hoch, einmal runter, dann sollte das hier erledigt sein. Habe ich wahrscheinlich irgendwie 30% zu viel Dünger hier drauf geworfen, also mehr als nötig, aber ja, ist halt so. Im Zweifelsfall, wenn man wirklich hier ein Casual Farmer ist, da muss man es auch schätzen. Da hat man auch nicht für jedes Feld GPS oder was weiß ich was. Für kleine Spurassistenten, Helferlein. Da muss man dann auch schätzen, wie man drauf ist. So, 26 abgehakt. Genau, das muss ich jetzt abschließen. Und dann gehen wir mal über zu... Boah, Feld 10. Ja, komm, machen wir. Ist natürlich heftig groß, ne? Aber gut. Dem ist dann so. So, Feld 10 ist da oben. Da kann ich Badass-mäßig das Schild kaputt fahren. Und hier neben den Feldweg nutzen. Den nutze ich viel zu selten. Ne? Ich bin ja meistens immer zwischen 18 und 19 durchgefahren. Aber hier neben ist tatsächlich ohne Ende ein Weg. Der ist mega. Das ist absolut mega. So, aber hier bin ich jetzt ein kleiner Rebell und stelle mir meinen Helfer an. Der kann dann hier machen, was so ein Helfer macht. Und ich werde in der Tat mein Mähwerk abholen. Hurra! Frisch gewaschener Traktor. Keine Fußspuren mehr. Bin hellauf begeistert. Natürlich muss ich das Ding irgendwie probieren. Ich muss auch sehen, wie sieht gemähtes Gras im 19er aus. Ich habe echt noch überhaupt nicht gemäht. Es ist eine Schande. So, aber eben hier, ne? Da kann man die aneinander basteln. Zapfeneingang, Zapfeneingang. Oder waren das sogar die Dinger, die man beieinander machen konnte? Pass mal auf, ich baue die Kiste mal an. Ich baue den mal davor. Wenn es richtig rum war, müsste es funktionieren. Wenn nicht, dann läuft. Stark. Ich dachte, das wäre der Leder hier gewesen, den man so zusammen basteln kann. Gut, Dreck ist natürlich enorm instabil, ne? Muss er halt durch. Egal. Ich fahr so bis zum Hof, ist mir egal. Und die erstmal die Vorfahrt nehmen. Vorsicht, Idiot. Henker am Lenker. Das sieht so richtig. Das sieht aus, wie es ist. So richtig dumm. Wenn man einmal das Fahrverhalten drauf hat, dann geht's. Naja, dann geht's, klar. Das ist wie Driften, nur andersrum. Oh mein Gott. Ich hätte ja auch einfach hier alles ab... Falsch. Alles abbauen können. Und das nach hinten hängen können, dann wäre eventuell mein Traktor besser ausbalanciert, ne? Die Wenden mit 89 Zügen, ich bin dabei. So, probieren. Ob oder ob nicht. Ja, klar, natürlich. Macht er locker mit. Schiebt dann zwar ein bisschen über die Vorderräder, aber hätte er locker besser mitgemacht als die Mist, den ich da eben fabriziert habe. Ach, da drumherum mähen ist jetzt auch doof, ne? Ich hätte schon Bock. Guck einfach mal, was bei rumkommt. Oh ne, warte. Schiebt immer noch schön, ne? Also ist jetzt nicht so, als wäre mein, ich glaube, 600 Kilo Frontgewicht genug hierfür.
Man kann sogar beide mit einem Schlag ausheben. Das ist super. Ich mache trotzdem beide ab, mein Gewicht nach hinten. Das ist auch am liebsten irgendwo auf dem Feld. Denn... Was mäht noch? Denn mein Frontgewicht oder meine Reifen sorgen dafür, dass mein Frontmäher, der eigentlich nach vorne gehört, überhaupt keine Arbeit hat. So, und ich sehe auch gerade, wir sind komplett am Ende. Wenn dir mein Gefummel hier rumgefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn du es noch nicht hast, auf jeden Fall ein Abo, dann sehen wir uns garantiert beim nächsten Mal wieder und ich kann hier ein bisschen weiterfummeln. Bis dahin, halt die Ohren steif, mach's gut und ciao.